Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer hier und herzlich willkommen zum 20. Uncharted Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich mal weiter mit Uncharted und zwar einem richtig geilen Level. Jetzt sind wir endlich hier in den Schneegebieten angekommen und hier kann ich euch sagen, es wird eine richtig geile und krasse Action hier geben. Es wird einfach übertrieben heftig werden, denn jetzt nähern wir uns langsam, aber sicher so dem goldenen Finale hier vom zweiten Teil. Wir haben jetzt schon 20 Let's Plays hinter uns, wo wir Teil 1 schon mit durchgespielt haben. Und jetzt geht's hier weiter, Freunde. Ach du Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Alter, guck, das meine ich. Hier muss man wirklich jede Sekunde aufpassen. Loslassen wäre leichter gewesen. Ja, du bist auch behindert, ey. Würde da einfach loslassen. So, ja, jetzt fragt ihr sicherlich, ey, was ist denn da mit dem Öni los? Bei ihm ist ja noch hell, sonst ist es ja immer dunkel in seinen Videos. Ja, Freunde, wir haben jetzt hier gerade 15 Uhr. Und wir sind heute, also Stefan und ich, auf der Weihnachtsfeier von unserem Netzwerk Tube One eingeladen. Und da müssen wir uns auch ein bisschen drauf vorbereiten. Das heißt, wir müssen die Videos früher rausbringen heute, weil das beginnt schon um 20.30 Uhr und davor müssen die Videos fertig sein. Also heute werden die Videos schön früh kommen auf beiden Kanälen und so muss es natürlich auch sein. Und ja, wollte ich euch nur Bescheid geben, das wird eine Weihnachtsfeier vom Netzwerk sein, da werden viele große YouTuber mit am Start sein, unter anderem hier auch InScope und so weiter. Also viele YouTuber werden dort sein. Und ja, wird bestimmt richtig geil werden. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an letztes Mal, an letztes Jahr, da waren wir nämlich auch dort gewesen bei der Weihnachtsfeier. Und das ging dort auch übertrieben ab. Das war eine geile Party gewesen. Man konnte da umsonst trinken, umsonst Party machen, umsonst Wille. Alter, was macht denn der Drake da? Okay, müssen glaube ich dann doch außen rum hier. So, jetzt können wir uns ein bisschen mehr aufs Spiel wieder konzentrieren. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wir müssen jetzt hier irgendwie hochkommen. Diese Szene ohne Spaß erinnert mich irgendwie immer an Fast and Furious 7. Wisst ihr das noch, wo Paul Walker am Ende bei dem Bus durchgezogen ist und dann rübergesprungen ist? Wisst ihr das noch? Irgendwie erinnert mich das ein bisschen daran. Ich weiß auch nicht warum. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch daran erinnert, ja? Das war eine richtig geile Stelle gewesen, wie er da gesprungen ist, wie Superman, ey. Da bin ich jetzt schon oben angekommen. Das ging ja eigentlich schneller als erwartet, Freunde. Ich glaube, beim ersten Mal hat das ein bisschen länger gedauert. Aber dem ist es ein bisschen abgekürzt, wenn man das ja schon mal gespielt hat, quasi. Okay, jetzt müssen wir uns echt ein bisschen beeilen. Guck mal, der Zug wieder am Kippen ist. Ich frage mich, wie dieses Gewicht da gehalten werden kann. Wie kann das sein? Oh, 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 kein gutes Zeichen. Okay, jetzt müssen wir echt durchziehen, Alter. Jetzt müssen wir echt durchziehen. Okay, jetzt geht's nochmal um alles, Freunde. Lauf, Nathan, lauf. Lauf, 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 lauf. Scheiße, gut, am Durchziehen ist. Eieieiei, wie Paul Walker jetzt im letzten Moment springen wir ab hier. Meine Güte, ey. Was eine kranke Scheiße. Aber wir haben es geschafft. Nathan Drake hat's geschafft. Alter, alter Junge. So hat das Spiel angefangen. Und jetzt machen wir an dieser Stelle hier weiter. Ach du Scheiße, ey. Krank, guckt euch das mal an. Jetzt wissen wir auch, wie das alles hier passiert ist, warum es so passiert ist. So, das war nämlich das Déjà-vu gewesen auch. Ah, jetzt geht's hier weiter, genau. Hier haben wir aufgehört beim ersten Mal. Wisst ihr das noch? Gucken, was wir da haben. Ja, den Schlüssel. Jetzt geht's los, Freunde. Ein neues Abenteuer beginnt. Und diese Musik, ich liebe die einfach nur, ey. Thumbnail-Fotos, sieht richtig geil aus hier, ey. Der Arm ist so verletzt, Alter. Der muss doch locker zum Arzt, Mann. Hat denn so einen Ring wie Frodo um sich, wie bei Herr der Ringe? Das Blut sieht ja aus wie die Farbe, wie Wandfarbe. Scheiße, wir haben schon direkt die Gegner. Die suchen mich bestimmt. Weil sie wissen einfach, Nate überlebt alles. Der kann nicht so einfach sterben. Okay. Jetzt geht's wieder los mit der Action. Genau hier haben wir aufgehört, Freunde. So hat das Spiel angefangen. Und jetzt geht's hier weiter an dieser Stelle hier mit Drake. Oha. Sucht alles ab! Den schnapp ich mir. Zack, von hinten direkt. Oha, okay, den einen haben wir jetzt schon. Müssen. Oha. Hä? Haben wir uns schon gesehen? Wir haben die Fall am Start. Ey, ich hab dir noch einen Headshot gegeben. Oha, die haben einen richtig krassen Soldaten, Freunde. Die überleben einfach so viel. Oh, yo! Guck, wie die draufballern! Habt ihr das gesehen? Es ist zu weit weg. Alter Schwede. Da hinten haben wir schon direkt die nächsten. Weil endlich wieder Ballerei bei Uncharted. Das kam jetzt ein bisschen seltener. Oh jo. Das Spiel kam jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Tage nicht mehr. Und ja, gestern habe ich GTA San Andreas hochgeladen. Kam. Oha. Da kam einfach noch super geil an bei euch. Hätte ich niemals gedacht, dass ihr das Spiel so feiern werdet. Trotz dieser schlechten Grafik. Das ist einfach echt übertrieben. Oh, Scheiße, Alter. Ich muss hier weg. Was ist denn jetzt los? Oha, oha. Die kommen jetzt alle von da. Die wollen mich überraschen. Hinterhalt, Hinterhalt. Scheiße. Ei,
Eieieiei. Ja, das ist mein Ende. Alter, was? Ja, geil, Alter. Ich... Wow. Guck, mein Leben. Ja. Das war's. Ich muss hier weg. Boah, krass. Das ist ja übertrieben. Ich wäre gut im Schnee gesunken. Es ist einfach da drin, ne? So, jetzt ist wieder hier zwar alles von neu, aber egal. Wir machen das jetzt nochmal, Freunde. Jetzt werde ich ein bisschen anders vorgehen von der Taktik. Eiserne Faust, Eisenfaust. Okay, jetzt muss ich erstmal die anderen Gegner da platt machen. Ich würde aber sagen, diesmal schleichen wir uns direkt auf die andere Seite. Wir haben, ich glaube, die M4 ist besser als die Fall. Ja, wir können sogar hier hochklettern, Alter. Guck mal, was wir für Vorteile alles haben. Da haben wir sogar einen Granatenwerfer. Guck, das hätten wir direkt machen müssen, Mann. Zack. Ja, okay, jetzt können die mich am Arsch lecken, aber richtig hart. So. Oha, wer ballert denn da? Ja, baller doch, du Pisser. Kriegst du den? Warum explodiert das so spät? Zack. Okay, im Schnee explodiert das ein bisschen später. Oha, jetzt haben wir einen noch da im Zug. Warte, den muss ich mir irgendwie holen. Oh, das war jetzt natürlich... Boah, hat er geschafft, da hochzukommen. Guck mal jetzt. Oh, da bin ich doch. Hier, du Pisser. Hä, was willst du? Hä, kriegst du direkt mal aufs Maul. Zack. Jetzt kommen die Gegner nämlich von hier wieder. Alles klar. So, diesmal mache ich das besser, Freunde. 100% versprochen. Haben wir sogar eine Sniper hier, oder was ist das? Nee. Okay, da brauchen wir einen Granatenwerfer, Alter. Granatenwerfer wäre echt schon nicht schlecht. Einen haben wir noch. Einen Schuss hier. Nimm das, ihr Pisser. Okay, scheiße, Mann. Wie kommen wir jetzt am besten... Da haben wir doch auch noch eine andere Waffe hier, die Fall. Die müssen wir uns nicht packen. Schnell, spring doch! Ich habe gedacht, Grafikfehler, ich bin da gerade hängen geblieben. Ah, ja, die haben schon überall verteilt, Mann. Das sind richtig krasse Gegner, Freunde. Das sind nicht mehr die einfachen Gegner von damals. Oha, das wäre ein Gegner. Das sind jetzt richtig krasse Gegner. Mit denen einfach nicht zu spaßen ist. Wir müssen vor allem aufpassen auf die Leute mit der Pumpgun. Okay, jetzt brauchen wir echt gutes Aiming, Freunde. Ach, scheiße, kommen die Schüsse von überall wieder her. Oh, fuck. Ah, der hat sich selbst umgebracht, weil ich den davor... Alter, jetzt kommen die wieder von da, Mann. Wie soll ich das denn alles machen, ey? Das ist ja... Ey, ist das deren verfickter Ernst? Guck mal, wie viele da sind. Einfach, ey. Warte, schnell. Einfach Granaten werfen, Freunde. Einfach hoffen, dass die irgendwo ankommen werden. Boah, da habe ich irgendwas zum Explodieren gebracht. Boah, yo, was fliegt denn hier rum? Habt ihr das gesehen? Fliegt da einfach so ein Deckel rum. Oh, brillende Deckel. Alter, ich habe da irgendwas zum Explodieren gebracht. Guckt euch das mal an, ey. Scheiße, was ein heftiger Start hier, Freunde. Seid mal ehrlich, also man merkt, es wird immer schwerer und schwerer. Und ich habe die Spiele damals alle auf extrem schwer durchgezockt, nur damit ich ja Platin bekommen kann. Also da war ich schon echt ein krasser Suchti gewesen. Da muss man einfach mal so gesagt haben, ey. Okay, der ist ja richtig motiviert. Denkt auch, der kann uns hier einfach überrennen. Wir müssen aufpassen, dass sie jetzt nicht gleich von links oder rechts kommen. Da, guck, ich hab's gewusst. Die wollen wieder so Hinterhaltaktionen machen, aber nicht mit mir. Nicht mit dem lieben Ernie. Das müsste... Oh, wow. Komm her. Bam, Junge, kriegt erstmal einen Low-Kick in seine Fresse. Ich hoffe, das war's, Alter. Oder da hinten war noch einer, oder? Wenn ich mich nicht getäuscht habe. Da hinten, links, rechts, oder? Ne, das war ein Stück Ast. Ey, ich habe Angst, dass jetzt irgendwo ein Gegner kommt, der uns dann umbringt und wir alles von neu machen müssen. Haben wir Mosch Kaliber. Okay, das ist auch schon mal... Oh, wow. Oh, mein Gott. Oha, Baba-Boss. Das ist Baba-Boss. Scheiße. Der kam ja völlig unerwartet. Oh, mein Gott, der fickt uns jetzt, ja. Schieß! Boah, im letzten Moment, habt ihr das gemerkt? Oha, wieder Granate. Ey, zwei Baba-Bosse, ist das? Warte mal. Das sind noch zwei Stück von diesen krassen Bossen. Ey, die wollen einen doch, glaube ich, komplett verarschen, oder? Zwei Stück nochmal von denen. Leck mir doch den Pimmel ab, Alter. Aber oben bis, von oben bis unten, ey. Zweimal nochmal die Baba-Bosse. Da, perfekt. Hier. Ist der tot? Ja, Mann. Oh mein Gott, einer kommt da noch direkt auf uns zu. Scheiße, ich muss hier weg. Warte. Die sollen mal kommen. Oh fuck, ich hab voll Schiss, Mann. Wo ist der? Boah, Granate hab ich perfekt geworfen. Komm, schieß. Einfach draufballern. Der ist tot. Geschafft, oder? Wenn jetzt noch einer kommt, ne? Ey, wie schwer war das denn hier? Seid mal ehrlich, Mann. Was für ein krasser Start des Levels hier. Und jetzt tut er auf einmal so, als ob der nicht mehr gehen kann. Was ist denn los mit dem? Nathan. Guck mal, das wäre die Logik. Das ist die Logik von Uncharted. Das war auch schon mal Dead Space 3. Guck mal jetzt, der geht so. Aber wenn ich schnell, komm, wenn ich ziele, geht der schneller. Tipp. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass es da lang geht. Hätte ich gar nicht Tipp machen müssen. Kann ich rausklettern. Okay. Eieieiei. Scheiße. Okay, hier. Ich klettere raus oder ich verblute hier. Ja, dann kletter doch raus. Nur die Frage ist, wo willst du rausklettern? Da oben, okay, sehe ich schon.
Junge, Junge, ey, das war echt einer der schwierigsten Starts überhaupt hier. Guck mal, wie viele Gegner da einfach waren. Verdammt, ist das kalt. Ja, ist das kalt. Ist einfach mit T-Shirt hier. Oh, guck mal, der sich am Durchkämpfen ist, der Nate, ey. Ach du Scheiße. In den eisernen Bergen. Im Winter der Eifel. Hubert. One man, one legend. Armageddon. Scheiße. Boah, guck mal, der ist schon fast am Erfrieren, Mann. Der stirbt doch vor Kälte. Der braucht jetzt sofort Hilfe. Elena. Oh, wer steht denn da? Wer ist das denn? Sully. Wer ist da? Ein geheimnisvoller Mann, der uns zu Hilfe kommt und unser Leben retten wird. Der hat uns aufgenommen. Korrekt, Alter, korrekt. Die Frage ist, wer war das? Oha! Emma. Sprich Tibetisch? Übersetze das mal in den Kommentaren, Freunde. Okay. Boah, die haben den geheilt, Alter. Ey, solche Menschen gibt's wirklich, die in den Bergen leben, Alter, und sowas drauf haben. Ja. Tom, Tom. Boah, dieser Tee, Alter. Danke. Der bewirkt locker Wunder. Nein, 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 das reicht. Tut mir leid, ich verstehe nicht. Was? Yallah. Was Yallah, Yallah, Alter? Ich zeig dir gleich Yallah, Yallah, Alter. Ist das so eine Mischung aus Türkisch, ey? Ja, klar, der war ihm, ey. Kasin, die Kusna halt, du. Boah, wir kriegen so eine Winterjacke von dem, korrekt? Warum hilft er uns? Wer ist das? Ich weiß es nicht mehr. Minimal erinnere ich mich noch an den. Aber ich weiß nicht mehr, wer es ist und was er von uns will. An dieser Stadt kann ich mich minimal erinnern. Ein bisschen, Freunde, ein bisschen. Verdammt, wo bin ich? Krass, dass er ihm einfach geholfen hat. Jetzt könnte Nate ihm einfach den... Oha. Ich schätze, ich soll ihm folgen. Kapitel 16, wo bin ich? Alter, das ist ein Hühner. Können wir vielleicht mit denen reden? Kapiert, dir nach. Dann geh auch. Coole Stiefel. Tja, coole Stiefel. Alter, wo sind wir denn hier irgendwo in den Bergen, Alter? Richtig geil. Guckt euch das mal hier an. Cooles Volk auf jeden Fall. Verzeihung. Boah, sind ja richtig nette Leute hier, ey. Boah, die haben keine PlayStation 4 oder so. Hier, die chillen einfach ihre Leben, ey. Die sind einfach am Bauen, am Ackern. So war das Leben früher, ohne Technik, Freunde. Menschen waren noch draußen, haben sich getroffen. Jetzt geht alles vom PC aus oder WhatsApp. Das ist schon krass, ne? Guck mal, die spielen sogar Fußball, da gab's Fußbälle. Oh, Alter, was ist das denn für ein dicker Büffelhorn? Hallo? Hallo? Scheiße! Der dicke Büffelhorn. Boah, was ist das denn für ein Teil, ey? Junge, Junge, das ist ja heftiger als die Milka-Kuh. Und die spielen Fußball, spiel mal rüber, wo ist der Ball? Jetzt hier, komm, den packe ich mir. Dreieck. Olle! Schieß zurück. Nate, richtiger Fußballer, Alter, ich schwöre. Ich habe ja richtige Glücksgefühle hier in dieser Stadt, ohne Spaß. Das ist Meister Yoda. Hallo. Jetzt gehen wir weiter. Krass, man, guck mal, was für eine heftige Aussicht die hier haben in dieser Stadt. Es ist bestimmt mega kalt hier, aber man kann hier, glaube ich, ein geiles Leben führen. Also, ich hätte damals bestimmt auch nichts dagegen gehabt, hier in dieser Stadt ein Leben zu führen. Man kennt einfach jeden im Dorf, einfach alles bestimmt. Das ist mega geil. Und wenn man weiß, es gibt keine Technik, dann ist das bestimmt auch cool für die gewesen. Ich sehe euch zwei aber. Hallo. Buh. Der Nate, der passt sich da richtig an. Der Nate ist auch, finde ich, so ein Typ, wo man merkt, das ist echt ein super Mensch, ey. Also der wird auch im echten Leben ein super Mensch sein. Ich merke sowas sofort. Weil es ist das Gute bei mir. Ich habe eigentlich immer ein gutes Auge dafür, ob ein Mensch korrekt drauf ist oder eher nicht so. Also das ist immer mein erster Eindruck, aber man weiß es auch nicht, ob das stimmt. Aber ich finde bei Nate, das ist einfach ein Top-Mensch, Alter.
spricht Tibetisch. Und ich darf Elena! Nicht noch schlimmer werden. Nate! Oh Gott sei Dank, du lebst! Bon, Elena! Tut mir leid, ich... Schon okay. Elena, hast du eine Ahnung, was hier vor sich geht? Wie lange bin ich schon hier? Nur ein paar Tage. Oha. Ich bin der Spur zum Wrack gefolgt. Was ist denn eigentlich passiert? Du hattest recht mit Chloe. Anscheinend wollte sie gar nicht gerettet werden. Hat sie das getan? Nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schiffer gut, Disha. Boah, Elena, was die für ein Körper hat in dieser Jeans, ey! Okay, komm, das war ein bisschen laut. Du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Boah, Junge, dieser Körper in dieser Jeans, ey, dieses Vibe, das macht mich verrückt, ey. Immer dieses Spiele-Viber. Unser mysteriöser Gast ist wach. Nate, das ist Karl Schäfer. Karl Schäfer! Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Gut, gut. Bitte, hier. Ein sehr nettes Volk. Es sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Drake. Ach, tatsächlich? Ja. Vor etwa 70 Jahren kam ich hierher, genau wie Sie. Ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. Ich führte eine Expedition nach Tibet, um den Eingang nach Shambhala zu finden. Genau, Shambhala. Was Sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also, mein Freund, wo haben Sie das gefunden? Borneo, wieso? Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die... haben Sie also besiegt? Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe. Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nate. Nein, Elena, mir reicht's. Schluss jetzt, ich spiele nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann, wenn das, was er haben will, in seinem Besitz ach ist. Ach ja? Schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Die Macht ist stark einige in dir. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamerlan und Genghis Khan. Genghis Khan, den kenne ich auch. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wird dann aus dem Mann, der den ganzen Stein besitzt? Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er her sein, Nate. Dann ist Lazarevich wirklich ein Spinner. Er jagt einen Mythos. Und wenn nicht? Ach, Elena, komm. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Tenzin, Ting Sanen, Pala Tingongri. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt sie hin. Tenzin ist korrekt. Das ist so ein echt Ureinwohner, so ein richtiger Indianer. Scheiße. Das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Oh, die beiden wieder vereint, ey. Was du für einen geilen Körper verstehst hast, die du eigentlich Elena, irgendwas von dem, was ich sage? Scheiß mal auf Chloe. Oh, diese Musik. Gänsehaut. Jetzt zeigt er uns das Abenteuer. Sieht einladend aus. Was ist das denn? Was steht da? Du hast ihn denkt. Jetzt, wo du sagst. Du. Tesson. Ein Bär. Pantomime liegt mir nicht. Guck mal. Schon mehr. Oha. Warte. Tenzin. Wozu brauchst du das? Ach du Scheiße, ey. Ist da wahrscheinlich so ein Bär oder so. Kapitel 17, Bergsteigen, Alter. So, jetzt geht's. Guck mal, hab ich doch gesagt, Freunde. Es wird immer geiler und geiler hier jetzt im Schneelevel. Die Grafik finde ich einfach auch mega top hier, Alter. Ohne Witz. Dafür, dass es damals, müsst ihr überlegen, ein PS3-Spiel war, haben die übertrieben viel rausgeholt hier. Jetzt gibt's hier, glaube ich, so ein geiles Abenteuer-Level, wo man viel springen muss und so. Die Pentos, Alter. Da ist ein Seil, natürlich schon extra verpackt. Oh, Mann.
Da kommen wir ja niemals rüber. Doch, mit dem Seil. Wenn wir das da oben irgendwo befestigen können. Was hast können? Du da? Die paar Dreie Bäche dann. Was? Red doch mal Deutsch, Alter! Mein Gott, ey, er geht mir auf den Sack mit seinem Tibetisch-Metisch. Gibt's die Sprache überhaupt im echten Leben? Dann viel Glück, Kumpel. Das klappt nie. Wow, du hast es geschafft. Gut. Das ist bestimmt diese Elbensprache über Herr der Ringe, die gibt's auch nicht. Ja, schwingen wir uns mit diesem 70 Jahre alten Seil rüber. Ja. Yeah. Hui! Bin ich zu schon. Hoffentlich weißt runter. Du, wo du hingehst. Boah! Natürlich, der Drake, der stirbt davon, wenn ich so eine Treppe runterspringe. Ist klar, Alter. Dann viel Glück, Kumpel. Scheiße. Das klappt nie. Wow, du hast es geschafft. Gut. Ja, hat er aber echt gut, das muss man erstmal drauf haben. Wie hat er das geschafft? Das würde ich niemals schaffen, nach 20 Versuchen vielleicht einmal. Mal gucken, ob ich jetzt schneller als der... schaffe ich nicht. Ich habe gedacht, ich würde schaffen, schneller als der. Jetzt mach mal Platz da, Alter, lass mich mit runterkommen. Wegen dem bin ich gerade einfach runtergefallen, weil der vor mir war. So. Aber wozu hat er sein Schwert rausgeholt? Guck mal, merkt ihr, wie es immer dunkler wird in dem Let's Play bei mir? Zimmer wird es immer dunkler und dunkler. Heute gibt es natürlich wieder nur ein Video, Freunde. Es kommt jeden zweiten Tag nur zwei Videos. Du Scheiße, Alter, guck dir das mal hier an. Was ist das denn hier? Irgendwo in den Bergen hier. Oha, irgendwas kommt jetzt. Ich hab voll Angst. Soll mal warten, Alter. Ich hasse das hier. Ey, diese Kameraperspektive gefällt mir gar nicht. Das erinnert mich gerade irgendwie an Jurassic Park irgendwie hier, Alter. Da war auch mal so ein Level gewesen beim Spiel in so einer Höhle. Oh, was war das denn jetzt für ein Fehler? Was ist jetzt los? Wie geht da? Was? Hat er gesagt, geh da runter? Wir lassen den mal machen, Freunde. Ich will jetzt noch nichts überstürzen. Weil der ist ja der Reiseleiter. Der will uns hier kundschaften. Jetzt gehe ich einfach runter, Alter. Leck mir doch die Sackeier. Was macht der denn da? Was will der von mir? Will er, dass ich hier irgendwas mache? Oha! Oha, das ist ein Wolf. Anscheinend sind wir auf dem richtigen Weg. Aber hier ist nichts. Das kann Schäfer nicht gemeint haben. Warum ist er denn nicht mitgenommen, oder Elena? Oha. Da lang, klar. Die Dinger beißen, weißt du? Ja, normal weiß ich das. Das sind Wölfe. Jetzt hat er wieder das Seil gepackt. Jetzt muss man, glaube ich, wieder rüberschwingen zu den Wölfen. So. Ich werde das Let's Play jetzt noch so 5 Minuten halten, Freunde, weil ich muss gleich noch ein Video für viel FIFA machen. Und das muss halt ja alles rechtzeitig fertig werden. Deshalb kann ich die Folge heute nicht allzu lang halten. Ich habe überlegt, mal von Uncharted demnächst so ein 1-Stunden-Let's Play zu machen, damit wir mal ein bisschen schneller vorankommen. Denn wenn ich jetzt noch GTA San Andreas anfange, haben wir echt ziemlich viele Spiele. Und das soll ja auch alles regelmäßig kommen. Deshalb müssen wir Uncharted jetzt nicht so schnell wie möglich beenden, sondern halt minimal zügiger. Einfach die Let's Plays mal ein bisschen länger halten oder so. Ihr wisst, was ich meine. So, boah, die Grafik sieht einfach so geil aus, finde ich, bei ein paar Stellen hier, ne? Oder was sagt ihr, Freunde? Sieht echt richtig gut aus. Oha, Alter. Hey, was soll die Eile? Hallo? Das soll ich am Durchziehen? Alter, was das für eine Arbeit sein muss, so ein Spiel hier zu erstellen. Das sind ja, klar. Schneeschuhe, keine Laufschuhe. Klar, Spider-Man! Spider-Man? Alter, ich würde sowas niemals machen. Noch mehr Wölfe. Fantastisch. Geil, noch mehr Wölfe. Und der will. Oha. Was hast du gefunden? Nur die Schiffe, die nie in der Tatsche. Der ist schon eine ganze Weile tot. Ach du Scheiße. Da. Der Chintamani-Stein. Das muss einer von Schäfers Männern sein. Oha! Ach du Scheiße! Junge, ist der Drake fast draufgegangen hier? Mann, sprich, der stürzt das hier auf einmal alles ein. So, und wie willst du jetzt rüberkommen? Sag mir das mal, hä? Springen geht nicht? Ein Seil hast du auch nicht mehr parat? Ja. Sag mal an! Anscheinend muss ich jetzt wieder hier vorgehen. Tenzin, los! Tenzin, los! Okay, ich helfe dir hoch. Mogo, nie kann ja. Was? Ja, ein da. Ja, ich kann leider immer noch nicht. Was labert der denn da? Ich zuerst, was? Achso, ich soll zuerst kommen. Okay. Was denn? Ich pass dir, Alter, natürlich. Ich darf vorgehen und mich hier erschrecken, wenn jetzt ein Wolf kommt. Fick dich! Boah, ich dachte, jetzt kommt jetzt hier ein Wolf. Ja, toll. Und jetzt? Da geht's weiter. Aber der Tenzin, der bleibt erstmal noch da. Tenzin Han, Alter. Der Tenzin erinnert mich an Tenzin Han. Ja, super. Wo soll's denn jetzt hier weitergehen, hä? Sag mir das mal, Freunde. Sag mir mal, wo es jetzt hier weiter... Boah, der fällt da einfach runter, ey. Da könnte ich jetzt wieder ausrasten, ne? Boah, manchmal macht mich das Spiel verdammt aggressiv. So, ich springe jetzt hier rüber. Ihr seht's. Okay. Es geht auf jeden Fall links weiter, aber er springt nicht da links. Ich kann mich einmal fallen lassen. Ah, okay. Ja, ein paar Mal muss man ein bisschen länger gucken, ja? Ich will natürlich auch nichts falsch machen, ja?
So, komm, ein bisschen schneller, ja, Drake. So, jetzt sind wir schon direkt drüben eigentlich. Müssen wir irgendwie den Tenchin rüberhelfen. Ah, hier wird es auch ein Seil geben, 100%. Nicht, dass er es gleich noch werfen muss. Wow, wo sind wir denn hier, Alter? Lass doch mal fallen. Ah, einen Schatz haben wir hier. Oha. Krass, wie versteckt der Schatz war, ne? Aber hier wird es anscheinend gar nicht weitergehen, sondern es wird hier hochgehen, genau. Habe ich mir noch irgendwie denken können. Müssen wir irgendwie den Tenchin rüber. Ich finde den Namen voll lustig. Tenzin. Tenzin. Okay, komm, spring. Oh! Wie mich das abfuckt, Alter! Ich denke mal, der kann sich festhalten, aber halt dich nicht fest. Jetzt können wir wieder alles von neu machen, ey. Okay, Freunde, jetzt kommt mein letzter Versuch. Wenn ich noch einmal sterbe, dann reicht's für heute. Mann. Es macht zwar übertrieben viel Spaß, aber manchmal ist nicht klar und deutlich gekennzeichnet, wo man hinspringen muss. Das ist natürlich auch gut, keine Frage. Ich werde mich jetzt immer wissen, was ich machen muss, aber... Man kann ja auch übertreiben, ey. So, jetzt zieh ich mal ein bisschen schneller durch hier. Das kann ja nicht wahr sein. Komm, spring. So. Jetzt ist die Frage. Hier geht's rüber. Und jetzt geht's wahrscheinlich darüber. Ja, habe ich doch gesagt. Optimal. So, jetzt können wir hier eigentlich runtergehen. Okay, noch einen runter. Alter, wo sind wir denn hier? Wieso? Ah, da ist ein Seil. Ja. Komm schon, ich fang dich! Ist das dein Ernst? Klar! Das ist so unrealistisch, Freunde, seid mal ehrlich. Der wird doch locker mitgezogen werden, der Drake. Du schuldest mir was. 100%. Der wird das niemals schaffen im echten Leben. Komm, wir werden jetzt noch ein bisschen weitergehen. Okay, ich würde sagen, wir springen ja noch rüber. Dann gucken wir einfach mal. So. Bis der abspeichern wird. So. Ja, morgen geht's dann, denke ich, weiter hier. Ich muss mal schauen. Ich denke mal mit Need for Speed und ja, GTA oder WWE. Ich schau einfach mal, Freunde. Muss ich mir überlegen. Oha. Wojo. Und jetzt spring. Alter, was ein Sprung. Junge. Hey, Tenjin. Alter, fast gestorben. Ey, was? Okay. Also so ein Abenteuer möchte ich nicht gerne erleben, Alter, wo man so leicht sterben kann. Also hier wäre ich raus, Freunde. Ich habe ja beim ersten Teil gesagt, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Aber hier ist das schon echt extrem krass. Also hier, ich könnte niemals so springen. Das können ja nicht die Menschen im echten Leben. Das geht ja nur in diesem Spiel hier. Verdammt, was war das? Ja, komm mal so. Ich habe nichts gehört. Und ja, Freunde, ich würde sagen, mit diesem mysteriösen Geräusch verabschieden wir uns aus dieser Folge. Und beim nächsten Mal wird es natürlich hier weitergehen an dieser Stelle mit Uncharted. Und hier Tenjin, Alter. Das wird bestimmt noch richtig geil werden. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich wieder sehr über 6000 Likes freuen. Morgen geht's dann, wie gesagt, weiter mit 2 Videos. Alles klar, euer Öni ist raus. Seid die Besten. Macht's gut. Haut rein und ciao.